Wie der Klerus und der Adel, sie werden erst im 19. Jahrhundert gefährlich. Okay, da sind wir ja noch etwas weit entfernt. So, kann ich euch jetzt irgendwie zusammenfassen? Okay, das ist ja eh nur einer. Und die fahren automatisch rüber. Geschädigter Ruf, eine Art Propagandatext zirkuliert am Hof, der Johann II. Als machthungrig darstellt. Das könnte unsere Beziehungen zu anderen Nationen schädigen. Lebt den Ruf. Verliert 100 diplomatische Macht. Richtet jemanden dafür hin. Wir haben sowieso plus 1 Stabilität. Und wie der Ventrus sagt, diplomatische Macht ist wichtig. Okay. Momentan brauchen wir noch keine Berater, meinst du, Letzmo? Wenn du mehr Geld hast, ich wäre dafür, deine Berater rauszuschmeißen. Ach so, weil die Armeen jetzt nochmal aufstocken mussten. Aber das ist ja okay. Wir sind ja jetzt wieder bei 4,46. Das passt erstmal. Ich dachte nur hier mit den 0,2, das ist ja gar nichts mehr. So, hier jetzt ist nochmal eine Armee, eine Flotte mit 2. Und die wartet dort oben oder was macht die? Dreht Däumchen. Und wie kann ich jetzt hier Anschluss erlauben? Befreundeten Flotten erlauben, sich dieser Flotte anzuschließen. Oh, im Krieg heimkehren ist doch auch immer wichtig. Nicht zu vergessen. Ach, jetzt wird auch noch unterschieden zwischen administrativer und diplomatischer Macht. Administrativ ist wichtig, diplomatisch ist nicht wichtig, offenbar. So, hier sind wir auf alle Fälle bald bei 600 wieder. Sollen wir die Berater rausschmeißen? Dann bekommen wir nochmal 1,10, 2,20 monatlich. Der macht plus 1. Dann haben wir halt nur noch 4, ne? Dann schmeißen wir die mal raus. Und investieren das Geld lieber wieder. Was hol dir Kleckmann an der afrikanischen Küste, das kleine blaue Land als kleine Kolonie in Afrika und als Marinestützpunkt und um deinen Handelseinfluss zu verbessern. Was das hier? Oh Gott, was ihr hier alles seht, ne? Und hier steht ja nicht mal Kleckmann, nur wenn ich mit der Maus drüber fahre. Woher weißt du denn das, Mensch? Das ist ja Wahnsinn. So, die haben doch bestimmt auch irgendwelche Beziehungen. Oh, nicht. Die haben keine Beziehungen. Das heißt, die könnten wir uns tatsächlich schnappen. Aber wir brauchen dafür. Wir haben noch keinen Grund, oder? Nö, wir haben noch keinen Kriegsgrund. Das heißt, dann machen wir das. Wir schicken unseren Diplomaten. So, was ist denn hier jetzt mit dem Rebellenaufstand? Immer noch 80%. Korruption ist bei. Die steigt doch gar nicht mehr. Die ist doch hier bei 0,11 ist sie aktuell. Marokko wieder mal, ja. Wir könnten hier 75 administrative Macht aufwenden. Aber da haben wir sowieso so wenig. Um die ab. Oh, und minus 2, dann warten wir erstmal, bis die auf plus 2 oben ist. Übung plus 200 Stunden. Gut, schiffsmäßig, wie stehen wir denn jetzt hier da? 16 und wir bauen bis 23. Hui, das ist aber viel. Das ist aber viel, Mensch. Und bei der Armee, was haben wir da für ein Limit?
29 von 31. Renaissance förderte, was Aragon Renaissance förderte und somit ihre technologische Entwicklung beschleunigte. Ach, wir haben gehört, dass Aragon Renaissance förderte. Da habe ich auch schon mal irgendwo was gesehen, dass man was fördern kann. Na gut. Wir sind gleich bei 600 bei der diplomatischen Macht. Und das sind sie auch schon. Aha, und in weiser Voraussicht, vielen Dank für den Tipp. Die erstehen hier natürlich mit geringer Moral und mit Geländemodifikator minus 2 auch noch. Das heißt, da haben wir überhaupt keine Probleme wahrscheinlich. Yep, und das war's auch. Wir haben gewonnen. Vielen Dank für den Tipp. So, wir haben Verluste erlitten. Was wir jetzt machen? Oh, wir sind im Minus, weil wahrscheinlich wieder nachrekrutiert wird. Aber wir setzen das hier wieder runter. Dann sind wir bei plus 10. Sehr gut. So, Kastilien erhält blühender Schiffsbausektor bis 26. Mai 1473. Unterhaltflotte, ach, weil wir die Mission erfüllt haben. Ah, minus 15. Und Baugeschwindigkeit minus 15. Das freut mich. Wir können Provinzverbesserung bauen, wir können eine Mission wählen. Hab 500 bis, was? 500 bis 600 Stunden hast du im Spiel, Letzmo. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht. Da habe ich noch einiges vor mir. Erobert Saragossa haben wir immer noch hier. Festigt päpstliche Beziehungen. Spanien muss christlich sein. Das ist halt natürlich schwer jetzt hier. Mit den beiden hier. Da können wir halt noch gar nichts machen. Konvertierung. Oh, das geht ja doch erstaunlich schnell hier. 26,2% haben wir hier schon. Das geht ja doch etwas schneller. Hier können wir noch nichts machen. Wenn ich die beiden Provinzen hier dem Klerus gebe, macht das einen Unterschied. Können wir dann die beiden vielleicht sogar konvertieren. Geht das? Das mit den Fördern, guck mal bei dem Tab mit dem Zahnrädchen oben, was oben der Button, ach der Button. Das mit dem Fördern, guck mal bei dem Tab mit dem Zahnrädchen. Bei dem Tab mit dem Zahnrädchen, hier ist ein Zahnrädchen. Okay, da gibt es ein Institut, ah hier war es, richtig, hier war es, genau, Institutionsverbreitung. Halalala, da kennt sich ja wieder kein Mensch aus. Förderungskosten. Feudalismus. Gefördert in 25 von 25 Provinzen. Renaissance könnten wir, nö, können wir nicht fördern. Der Anteil der Institution Renaissance an unserem Land ist nicht ausreichend, damit wir sie vollständig fördern können. Sie muss bei mindestens 10% unserer Autonomie modifizierten Entwicklung gefördert werden. Wird jedoch lediglich bei 0% gefördert. Aha. Ich habe keine Ahnung, was da gerade gesagt wurde. Da kann ich noch gar nichts machen. Das ist irgendwie nur eine Anzeige jetzt. Ich kann nichts fördern. Na gut. So, weiter geht's hier. Wir haben die eine Mission erfüllt, die nächste, also das mit christlich funktioniert nicht. Wir festigen mal die päpstlichen Beziehungen. Was müssen wir denn da machen? Kirchenstaat, Meinung von Kirchenstaat über Kastilien ist ja wenigstens 100. Wo ist denn der Kirchenstaat? Hier oben. Da sind wir bei plus 25, dann schickt man da einen Diplomaten rüber und zwar den. Oh, wir sind da. Oh, Moment mal, bevor wir das machen. Ziehen wir unseren Diplomaten hier ab. Wir können annektieren. Wir können annektieren. Wir ziehen den ab. In 3 Tagen ist er da. Und jetzt 56. Ja, dann machen wir das doch. Mit der allmählichen Annektierung beginnen wir jetzt. Steht hier, wie lang das dauert. 1464.
Das geht ja in einem Jahr und kostet, huiuiui, 5 kostet das pro Monat. 5 diplomatische Macht. Also nochmal 50. Ach so. Ah, okay, die 56 waren schon quasi die geschätzten. Ah, okay, also nur einmal 56 dann, okay. Okay, ich soll das mit den päpstlichen Beziehungen nehmen. Genau, das machen wir gleich. Und ich kann sie schneller konvertieren, aber sie erhalten mehr Einfluss. Also schwer zu sagen, probiere selber, wie es heißt. Probieren geht über Studieren, da hast du recht. Let's mo. Okay, also wir machen das hier mal. Bestätigen und annektieren. Dann wählen wir die Mission hier. Fördert die päpstlichen Beziehungen. Ach, und da ist unser Diplomat hier. Ach, der muss hier bleiben. Okay, dann müssen wir warten, bis das Spionagenetzwerk abgeschlossen ist hier oben. Bis wir dabei 20 sind, damit wir hier einen Grund, Kriegsgrund finden. Handelsschutz, Kriegsgrund gegen Marokko. Die Marokkaner, die nerven mich auch schon langsam. Haben die denn ein Bündnis? Mit irgendjemandem? Oh, richtig. Osmanisches Reich und Tunesien. Huiuiui. Okay, also die können wir noch nicht so schnell aufs Kerbholz nehmen. So, bei 1793 sind wir aktuell, das geht ja rucki zucki. Annektiert ist auch schon die Hälfte. Es läuft, würde ich sagen. Langsam aber sicher nähern wir uns der Weltherrschaft, würde ich sagen. Ich sehe schon vor mir, wie sich unser Reich ausbreitet. So, und jetzt können wir hier einen Anspruch fingieren auf, heißt das denn, Veran. Zack. Wir haben einen Anspruch auf Veran, das ist schön. So, und jetzt ziehen wir den hier ab. Und schicken den hier rüber zum Kirchenstaat. Oh, der kämpft offenbar gegen das Osmanische Reich und verliert. Und gewinnt sogar. Wo haben wir denn das? Was wollte ich hier machen? Beziehungen verbessern. Dann können wir Provinzverbesserungen wollen wir nicht machen. Wir warten noch kurz hier. Die hier, ne? Die haben ja jetzt hier nichts. Wir holen unsere Schiffe zurück. Wenn du Navarra annektierst, mögen deine Nachbarländer dich weniger, weil du ein Land annektiert hast. Ja, das glaube ich. Aber die können mich sowieso nicht leiden. Und hier sind wir bei 200 bei Frankreich. Und bei Portugal sind wir bei 167. Da sind wir relativ gut gerüstet. Wir holen unsere Flotten zurück. Wir haben ja nicht mal Transportflotten, fällt mir da gerade ein. Das heißt, ich komme hier ja gar nicht rüber. Da müssen wir noch Transportflotten bauen. Wie viel brauchen wir denn da? Veran. Schau mal, was die hier für Militär haben. Wie heißt denn hier... Ist das hier einfach Land Veran? Armee? Würzburg? Walachei? Das heißt doch bestimmt irgendwie anders. Veran, Algerien. Uran, Maghreb. Region Algerien muss das sein, oder? Auch nicht. Algerien gibt es hier nicht. Ich werde verrückt. Dann haben wir noch Uran. Ja, gibt es auch nicht. Hä, wie finde ich denn die in der Liste? Deswegen annektieren mache ich nur bei großen Ländern. Bei kleinen lohnt sich das nicht so, aber ist schon okay.
Ach, Tlemcen heißt das. Ah, okay. 4000 Leute, das habt ihr schon wieder gesehen. Das ist ja unglaublich. Tlemcen, hier ist es. 4000, da hattest du sogar recht. Okay, das heißt, wir bauen jetzt, wie viel bauen wir denn? 10, damit wir mit 10.000 rüberfliegen. Und wir bauen auch unsere Armee wieder auf. Das darf ich nicht vergessen. Und jetzt sind wir wieder, genau, jetzt sind wir wieder bei 0,32, weil der aufbaut. Aber das sollte sich relativ schnell dann wieder normalisieren. Genau, jetzt sind wir schon wieder bei 1,53. Okay, wir bauen noch Transportflotten. Transportschiff, genau. Und zwar einmal hier. Oh, hier wird bereits was gebaut, sehe ich gerade. Was wird denn hier gebaut? Die Kriegsschiffe. Brauchen wir denn die überhaupt noch? Ich soll genug bauen, sagst du? Okay, dann vielleicht einmal einen Stack rüberbringen hier. 16 oder so, aber es ist dann schon ganz schön viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, die sind relativ günstig. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Die können wir ja wieder vernichten dann, wenn wir es nicht schaffen, die zu erhalten. Gut. Dann können wir nämlich die 15 können wir dann einladen hier. Das passt schon. Wobei, das wären jetzt mehr, oder? Das wären jetzt 16. Gibt so viel zu tun. Wir haben 90% knapp bei der Annexion. Und das dauert. Ui, das dauert ein Jahr, bis die gebaut werden. Der Missionar ist schon bei 41%. Und die Annexion ist jetzt abgeschlossen, oder? Sehe ich da irgendwie was? Kein Feuerwerk, keine Meldung. Ist noch nicht fertig. Im nächsten Monat wahrscheinlich. Yep. Integrierung von Navarra. Wenn ein kleineres Land seine Unabhängigkeit aufgibt, um einem größeren Reich beizutreten, kommt es zu vielen Anpassungen. Und während einige davon einfach sind, wird die Administration des Reiches dennoch wachsen müssen, um alle Möglichkeiten abzudecken. Integration ist ein langsamer Prozess. Diplomatische Reputation minus 3. Oh, eine Errungenschaft für Ruhm und Ehre wurde freigeschaltet. Feinde der Aufklärung. Als typische Reaktion auf ganz verschiedene Arten von Problemen war Obskurantismus in den meisten Ländern gang und gäbe, zumindest bis das Zeitalter der Aufklärung in den meisten fortgeschrittenen westlichen Ländern Europas anbrach. Wissen ist Macht. Das erhöht die Unruhe oder wir verlieren wieder Prestige. Global. Sollen wir das mit der Unruhe riskieren? Bis 1469. Das ist aber lang. 5 Jahre. Oder ich weiß ja sowieso nicht, Prestige, ne? Ach so, Auswirkungen durch unser aktuelles Prestige. 1%, naja, ist jetzt nicht so. Ich würde sagen, 12 bis 13, du hast meiner Meinung nach viel zu viele Handelsschiffe. Kriegsschiffe braucht man immer für Schlachten, quasi die Panzer der Meere, da hast du recht. Morgen Abend wird nicht gestreamt, da gehe ich ins Kino, da habe ich leider keine Zeit, aber vielleicht dann am Donnerstag oder Freitag wieder. Ich will nämlich hier unbedingt weiterspielen, auf alle Fälle. So, der Let's Mo sagt Prestige. Ich würde jetzt auch sagen, wir können nämlich die Unruhe auf keinen Fall gebrauchen, wenn wir jetzt Krieg führen. Wir sind jetzt wieder bei plus 4,30. Viel zu viel. Du brauchst pro Flotte 8 schwere Schiffe. Paradox hat für die Schiffe jetzt auch eine Kampfbreite eingefügt. Die ist 25, wobei schwere Schiffe 3 besetzen. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt da meinst. Wieso brauche ich denn 8 schwere Schiffe? Wir brauchen ja Transportschiffe, ne?
Wie lange hält denn unser Anspruch? Unbegrenzt oder ist das? Nee, kann doch nicht sein, oder? 1489, ja locker, da können wir uns noch etwas Zeit lassen. 428, okay. Wir haben wieder einen Diplomaten und du hast ja letztes Mal gesagt, wenn wir einen Diplomaten hierher schicken, damit der hier ein Spionagenetzwerk aufbaut, dann tun wir uns hinterher leichter, das Ganze zu besetzen. Und was wir jetzt machen ist, wir bauen die Flotte, sammeln die, da ist auch schon eine, sammeln die und anschließend gehen alle Mann an Bord und dann machen wir uns gleich mal bereit und nachdem wir den Krieg erklärt haben, tuckern wir hier gemütlich über den Golf von Almeria und nehmen das ein. Ich hoffe, das klappt so. Hier hat er 4000 Einheiten. Wir werden wahrscheinlich relativ viel Nachteil haben, wenn wir angreifen, oder? Bau 3 am Anfang kannst du dir immer noch ausbauen auf mehr, würde ich sagen. Was soll ich 3 am Anfang bauen? 3 Schiffe, 3 Transportschiffe, meinst du? Ich baue jetzt 16, oder? Das dauert schon lang, bis die gebaut werden. Wir haben hier, wir können doch jetzt auch schon hier wieder investieren, oder? Nö, können wir nicht. Da brauchen wir jetzt nicht 600 Punkte, sondern 651 Punkte, weil wir die Renaissance nicht fördern. Und Erhöhung im Zeitablauf 0,60. Aha. Ja, aber die Renaissance können wir doch gar nicht fördern. Soll ich die Handelsschiffe wieder etwas verringern? Sollen wir das machen? Die Leichenschiffe, meint ihr? Ich habe die halt, damit hier ordentlich Handel aufgebaut wird. Da sind wir schon mal 21 jetzt. Mann, das ist doch auch nicht schlecht. Ventros sagt wieder, man kann nicht genug Handelsschiffe haben. Ihr müsst euch schon mal einig werden. Was ist denn eigentlich mit den Piraten hier? Die greifen die mich an, wenn ich hier mit meinen Schiffen rausdüse. Und ein religiöser Aufruhr kommt, dass hier immer nur negative Nachrichten kommen. Laut dem Gouverneur von Almeria ist die Bevölkerung wegen des mangelnden Respekts unseres Missionars, vor allem fremden religiösen Traditionen, in Aufruhr. Er bittet uns darum, in Erwägung zu ziehen, alle weiteren Missionierungsaktivitäten in dem Gebiet einzustellen oder zumindest mehr Truppen zu schicken, bis sich die Dinge etwas beruhigen. Natürlich schicken wir mehr Truppen. Was ist denn das für eine Armee hier oben? Die Armee gehört jetzt auch uns hier oben. Und da haben wir auch noch ein Schiff. Na sowas, stimmt. Schickt Truppen. Erhält 10 Unruhe in Almeria, oder? Es ist nicht von Belang. Nö, wir schicken natürlich Truppen. Weil wir haben... da stehen jetzt die anderen. Dann schickt man nämlich die 13.000er. Wenn die 17.000er weg sind, euch gruppieren wir mal, dann schickt man die auch noch runter, die sollen sich hier mit denen verbünden. Und die Flotte schickt man, was ist das denn hier? Ein Transportschiff, was für ein Zufall, das ist ja wunderbar. Hier oben haben wir nochmal leichte Schiffe und hier auch nochmal. Habe ich hier 2 verschiedene, was machen denn die hier oben? Die haben wahrscheinlich hier auch den gehört, ne? Navarra. Und was machen die? Schutz des Umschlagplatzes Bordeaux. Das ist natürlich Quatsch. Die lösen wir mal auf, die brauchen wir nicht. Ich weiß, ihr werdet die Hände jetzt wieder über dem Kopf zusammenschlagen, aber naja. Dein Händler tut den Handelseinfluss stärken. Du musst nicht alles abrüsten. So viele Handelsschiffe hast du, wenn du 12 hast, würde ich sagen, 2 weniger. Wer spawnt? Und ich bin in der Defensive, aber das hat doch vorhin auch so gut geklappt.
dann spawnen die in deiner Armee und du bist in der Defensive. Das war doch vorhin auch so ein Vorteil, weil wir ja dann eine Armee mit voller Moral haben und wenn die spawnen, haben die doch noch nicht volle Moral. Und dann werden die gleich mal niedergeschlagen. So ist jedenfalls jetzt meine Taktik. Genug Schiffe in den Heimatknoten, damit die den kontrollieren und dann je nach Knoten aufstocken. Aha, okay. Macht's mehr Sinn, wenn wir hier in Sevilla unsere Schiffe patrouillieren lassen, als wenn wir es hier patrouillieren lassen? So, hier haben wir nochmal ein Transportschiff. Es sind immer noch einige im Bau. Jetzt 10 Stück und es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 im Bau. Okay. Österreich fördert auch die Renaissance. Ich verstehe das nicht, wie ich die fördern kann. Das ist ja echt ärgerlich. Ich kann hier nirgends klicken. Muss ich das vielleicht direkt in einer Provinz? Moment einmal. Moment. Muss ich das vielleicht irgendwo direkt? Ich kann ja hier. Oh. Dann wechselt nur der Bildschirm. Hier vielleicht. Irgendwie fördern. Kultur ändern. Nö, katholisch. Irgendwie gibt es hier was mit fördern. Renaissance, Renaissance, Renaissance. Bauen. Institution. Ah, Moment mal. Hier können wir fördern. Hier geht das. Aha. Machen wir das doch auch mal, oder? Wenn du 13 bis 16 Divisionen rüberbringst, dann sind die 4K weg. Okay. Oh, da kann ich gar nichts anklicken. Da sehe ich hier nur. Oh, da kann ich nichts fördern. Na gut, dann habe ich mich da zu früh gefreut. Ach, hier wird er automatisch. Ach, das passiert automatisch offenbar. Ich werde verrückt. Ah, in den gestreiften, da wird gefördert. Da wird bereits gefördert. Und in den nicht gestreiften, da wird noch nicht gefördert. Aha. Ja, soll so sein. Können wir denn jetzt hier, wir sind doch bei 660, wir können doch jetzt hier schon was erweitern. Und zwar wesentliche Finanzinstrumente. Unterhalt für Marine, oh, plus 10%, hä? Handelslizenzen plus 5%, Reichweite Handel plus 20%. Was, wer soll denn das machen? Wieso soll ich denn hier das wählen? Da muss ich ja viel mehr zahlen. Was ist das denn? Wir sind schon bei plus 1,61. Genau, einfach hochticken lassen, okay. Die fördern sich von selber. Gut zu wissen. Umso mehr Provinzen sich fördern, umso schneller kannst du sie fördern, sagst du. So, hier haben wir nochmal ein kleines Schiffchen, hier auch nochmal eins. Die Transportschiffe, die werden wir ja dann wieder einstampfen, oder? Würde ich sagen. Wenn wir fertig sind mit dem Krieg. So, beim Kirchenstaat sind wir jetzt auch fast durch mit der Mission. Das freut mich.
Und kaum sage ich es, sind wir auch schon durch. Und wir können eine neue Mission wählen. Den einen ziehen wir wieder ab. Spanien muss christlich sein, der Rivale unseres Rivalen. Dänemark ist der Rivale unseres Rivalen. Daher sollten wir sie unsere Freunde nennen. Was heißt das? Meinung von Dänemark über Kastilien ist wenigstens 100. Dänemark. Gott, Gott, wie sieht es denn hier oben aus? Ach so, falscher Bildschirm. Dänemark, hier ist Dänemark. Die haben aktuell, das schaffen wir auch locker, flockig. Dann schicken wir dich gleich mal her. So, Beziehungen verbessern. Jawohl. Und wir müssen die Mission natürlich annehmen. Oh, hier gibt es eine neue Mission. Erobert Labour. Was bringt das denn? 5 Prestige und 25 diplomatische Macht. Was ist denn Labour? Oh, das sehe ich jetzt nicht mehr. Labour. Hier oben, irgendwo, hier oben. Ah, England. Wie geht's denn England? Okay, immer noch die Hälfte gut an Land hier oben. So, umso mehr sie fördern, umso schneller haben wir schon. Musst du, um technologisch weiterzukommen, also nimm das mit dem Diplomatischen. Ich habe es mir schon gedacht, ich muss das hier nehmen und muss dann in den sauren Apfel beißen. Die Technologie solltest du schon nehmen, wenn die zu niedrig bleibt, kannst du nicht kolonisieren und du bekommst Korruption. Transportschiffe kann man immer gebrauchen. Warum willst du immer deine Flotte zerstören? Hast du was gegen deine Flotte? Du klaust deine armen Seeleute die Jobs. Das tut mir schon ein bisschen leid, aber ich dachte, ich würde die halt wieder vernichten, damit wir hier wieder ein bisschen mehr verdienen. Ja? Weil wir die ja so nicht brauchen, dann die Transportflotte. Wenn wir nicht im Krieg sind. Wir haben hier 2. Okay, wir haben 13. 14, 15, 16. Dann schicken wir mal hier noch eine raus. Ein Regiment kommt weg. Kommt hier rüber.